Ja, Zachi sagt, wer mit uns fliegt, der siegt. Der war schön. Für alle, die lernen wollen, Landen ist eine Kunst für sich, Starten auch, Schießen auch. Ram ist keine Kunst, das ist Blödheit. Aber wenn ihr von uns lernen wollt, macht das lieber nicht. Wir kriegen das Problem mit dem Staatsanwalt. Weil wir hatten schon viele Zivilprobanden, die wirklich durchgezogen haben. Sagen wir mal 9-11. Und das hat ja nicht so funktioniert. Liegt in Tann, die tun kein was. So, und jetzt lasst uns hier loslegen, wa? Ja, das fand ich wieder eine sehr politisch-kritische Ansage. Du hast angefangen mit defensive Rüstungsgüter. Stimmt, touché, ja, also. Aber das hat ja die Uschi vorgelegt, da kann ich gar nichts zu sagen, weißt du? Ja, ich meine, ich würde auch keine. So ein Kriegsministeramt würde ich auch keine Frau hinstecken. Verteidigung meine ich. Was hat er gerade gesagt? Kriegsministeramt. Schon wieder eine gesellschaftskritische Bemerkung von mir. Ja. Krisch, es heißt Krisch. Es häuft sich, Luke, es häuft sich. Ja. Man muss sich doch langsam den Gedanken machen, ob du überhaupt noch für unsere sicherheitspolitische Einstellung der Bundesrepublik Deutschland tragbar bist. Jo. So, das ist bitte auf Deutsch. Ich weiß gerade gar nicht, was ich gesagt habe. Ja, ey, du Eric, die Stimme aus dem Off, was säuft denn der da? Ich weiß es nicht, aber ich will auch was. Du hast doch was! Aber schön, wie auch gleich antwortet, wa? Ich gehe ihm dann gleich an den Kragen, weißt du? Ja, um meine restlichen Bierreste zu kriegen, wenn sein Bier leer ist, weißt du? Ich meine, er hat ja noch nicht genug gesoffen heute. Du, wir haben noch ein bisschen Gym, ne? Da fängt gleich jemand mit Gym und hast du nicht gesehen. Luke, bist du noch da, wa? Ding dong! Immer kriegt mir das. Ja, Tag. Warte, es klingelt gerade an der Tür. Dann kommt das Auto reingefahren. Mein Auto. Das ist der Nemesis. Ich sehe Reaper. Ich sehe Nemesis. Und das ist der Reaper. Ja, und ich sehe nix. Moment, Rückspiegel einstellen. Ach, da hinten sind sie. Ja. Rückspiegel? Ich dachte, ein deutsches Flugzeug hat keinen Rückspiegel. Naja, doch. Zum Winken, zum Grüßen. Ich dachte, das ist eine Erfindung der Franzosen. Ja, nee, die haben ja sechs Rückwärtsgänge und einen Rückspiegel, damit sie die Front auch mal gesehen haben, ja. Oh, ich flieg schon wieder am Feind vorbei. Sneaken wir uns jetzt und gehen locker von hinten rein, oder was? Oder wie? Wie habt ihr euch gedacht? Ja, klar, schön. Der Tod 217. Ja, ist unsere, oder? Wenn die Taifun da oben das sagen dürfen, dann ja. Ach, wer fragt denn um Erlaubnis? Ups. Das sieht gut aus, die kriegen wir. Liegt ja wie ein Stein. Na ja, gut, kennen wir ja auch alle. Ein Stein. Boah, fuck. Der hat mir beide Tragflächen abgeruppt, der Junge, ey. Bist du da in die Flugstelle? Ich bin nicht reingeflogen. Er hat mir mit einem Schuss abgeruppt. Ich hab britischen Treffer. Schön. Frechheit, ich hab gar keinen Treffer gekriegt. Ich glaube, ich bin hier irgendwie bei Null oder so. Aber ich werde jetzt mal ein paar Bodenziele penetrieren gehen, glaube ich. Das ist ganz gut, weil die alle in einer Lane sind. Aber erstmal habe ich einen Ladescreen, beziehungsweise einen Wartescreen. Ich muss mal gucken, was geht, ob ich einen Run überlebe oder ich einen zweiten machen kann. Bin ich gespannt. Oh nee, ist ein Zerstörer, nee. Nicht mit mir. Alter, ich habe echt 28 Treffer doch gekriegt, also ich weiß gar nicht, wie ich es gemacht habe. Hab gar nichts gesehen. Luke? Jo. Flak von dem Feind wegmachen? Ach nee, ich muss das mal. Wenigstens einen Flugzeuggegner runterholen. Du rumst also gerade ganz schön heftig bei mir. Ist doch noch Zeit. Wie meine Munition auch nicht trifft. Ich brauche intelligente Munition. Ich erinnere mich gerade an Ghost oder so.
So. Wirklich. Alter, wie knapp wir hier fliegen übereinander, ey. Die 38 denkt sich auch, bloß weil sie über ihr. Alter! Ich sag doch, wie knapp die Fibo der Typ. Das war voll nach rechts ab. Eine Flak ist weg. Ja, ich nehm gleich die nächste, die da vorne ist. Oder du. Also, nicht. Wow, 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 wow. Wow. Telefon, die kommt doch näher. Wow. Ich brenne, aber ich habe Bomben. Wo ist hier schon? Der Flug ist hier. Ah, super. Nein! Ah, Flugzeug ausgebrannt. Aber es sah besser aus schon als der erste Versuch, muss man natürlich ganz klar sagen. Ich habe das Gefühl, ich ramme mich gleich in den Boden. Obwohl es natürlich auch mega schwach war. Eigentlich, ich bin bei den Aufnahmen immer mega schwach, ich weiß auch nicht warum. Ach ja, auf einmal war der Boden. Liegt auf jeden Fall nicht am dritten Bier heute. Zweiten. Nein. Dritten. Wir haben noch Gin, ne? Ja. Steht hinter dir. Noch ein kleiner Schluck. Oh, scheiße. Also wir haben, Leute, wir haben kein Gin, ne? Wir haben nur Bier und das ist auch fast leer. Wir haben noch Gin. Ja, ich weiß. Jetzt hol ich. So, aber ich war, mein Ernst. Da stehen die kleinen Gläser. Ja, ich bin jetzt mit meiner... Kleine. Ja, so viel ist nicht mehr drin. Deckt immer jemals schwere Zerstörer auseinander. Deshalb brauchen wir auch nicht mischen. Im schwarzen Schrank zu meiner Linken. So, ihr sauft gerade Ficken oder was? Nee, wir haben nichts mehr, Aber wenn wir was hätten, würden wir Jim saufen. Also saugt ihr gerade Jim? Nein. Soll der jetzt schließlich den Russen da ab? Mensch, der ist vielleicht 100 Meter vor dir oder so. Kann mich mal... Der ist 17 Meter vor mir. Vier Leute von uns da dran. Komm schon. Jetzt stirb. Yes. So macht man bitte. Aber Abschusshilfe gekriegt, ey, Wichser. Ja, er ist mit dem Grimbait hier. Du sollst das Ding abschießen, Mensch, und mit dem rumspielen. Ich glaube, ich lande mal, wenn ich eh schon mal hier hinten bin. Du, Schwurak, wo bist du? Ganz weit oben. Ich gewinne ja schon fast wieder, also. Ich versuche hier mal ein paar Schiffe wegzuschrecken. Guter Mann, guter Mann. Also, wir haben keinen Gin, den wir jetzt trinken, ne? Desto fragwürdiger wird deine Aussage, also. Oh, jetzt könnten wir eventuell ein paar Abschüsse hier landen. DL2, was russisches? Ah, ey, was ist denn das? Ich sitze in meiner besten Maschine, da kommt nur so ein... Unser Flugzeug, Flugplatz ist gleich down, ne? Wollte ich mal erwähnt haben. Bomber, jetzt reicht's mir. Ich nehme hier einen schweren Kreuzer, ist mit einer Tonne Bombenlast auseinander. Deine Flak kann mir gar nichts. Gruß von der Staffel. Was? Wo sind unsere Leute? Scheiße. Ja. Wir können immer noch gewinnen, ist immer noch drin. Scheiße, ich hab vergessen, dass ich nicht eine Bombe habe, sondern drei Bomben. Die sollten wir einführen, wenn man mal was sprengen will, einfach mal länger Leertaste drücken und dann fliegen alle Bomben. Ja, das wäre sinnvoll. Oh, das war echt wieder eine schlechte Runde. Echt eine schlechte Runde. Ja. Kann man gar nicht anders sagen. Aber 5 Bodenziele, 2 Abschusshilfen bei 2 zerstörten Flugzeugen. Oh, naja, ich sag mal, du sah schon wesentlich schlechter aus. Aber ich bin immer noch nicht voll zufrieden. So ein ganz klar. Du hättest geschossen in den Boden und hättest mir Abschusshilfen und nicht gerade zu der Bringer. Ja, du bist, also für einen Teamvergleich sieht es doch ganz gut aus bei dir. Das ist, du kannst sagen, du hast mehr abgeschossen, als du abgeschossen wurdest. Ne? Nee, das Problem ist immer nur trotzdem, der simple Unterschied ist, wisst du haust einen Haufen Munition drin, nichts passiert. Die fliegen immer an, machen einen Fangschuss, wisst ihr, 3 Kugeln MG rin,
entweder Flügel reißt komplett ab oder dein Pilot ist tot, wisst ihr? Machst dieselbe Scheiße, wenn mit einem größeren Kaliber nichts passiert. Ich glaube, auf die könnte ich eine Rakete feuern, die trifft. Passiert nichts. Ja, wir hatten das schon ausgiebig erörtert, dass hier anscheinend die einigen Flugzeuge nicht so ausbalanciert sind. Grund gesagt für die Zuschauer, Albert auf deutscher Seite ist, wenn ihr Herausforderungen mögt, nehmt die deutsche Seite. Ihr genau. Könnt abkotzen, aber jeder Verlust macht euch stärker. Weil es geht ja wirklich. Also es ist möglich, halt, du brauchst ja nur eine Menge Geduld. Das stimmt. Ja, das ist eigentlich auch ein wunderschönes Schlusswort, Luke. Du hast wunderschön eingeleitet wieder und man sieht sie. Ich glaube, ciao, ne? Jo, ciao.